So, wir beide bereiten jetzt einen Kochkurs vor. Das ist mein erster Kochkurs, den ich als selbstständiger Wirt sozusagen habe. Den werde ich heute abhalten und dann nehme ich dir ein bisschen mit durch den Tag, okay? Das erste, was wir machen, ist, dass wir im Lokal jetzt die Sachen ein bisschen zusammensuchen für einen Kochkurs. Und zwar habe ich eine Großfamilie diesmal, bei denen ich im Apartment koche. Die haben sich österreichische Gerichte gewünscht. Das Gute ist, dass du sagen kannst, wenn du so einen Kochkurs buchst, was du haben möchtest und ich das dann mit dir gemeinsam mache. Deswegen werden wir jetzt als erstes ins Lokal fahren und einmal die Sachen zusammenrichten, die wir brauchen für den Kurs. Das ist das Erste und ja. Warum mache ich Kochkurse? Erstens macht es mir wahnsinnig Spaß, in Gruppen gemeinsam zu kochen, das weißt du. Ich bin ja jetzt nicht mehr so wirklich in Gesellschaft während des Alltags in meiner Küche, deswegen genieße ich das jetzt auch, mit Menschen zu kochen. Ich bin absoluter Leader. Ich habe eine totale Freiheit mit am besten zusammengewürfelten Menschen, die gemeinsam ein Ziel erreichen wollen, nämlich ein gutes Gericht herzustellen. Mir macht es Spaß, ich begeistere gerne Menschen mit dem, was ich mache und ja, Gruppen an den Tisch zu bringen, Menschen an den Tisch zu bringen, eine gemeinsame schöne Zeit zu haben, das ist sowieso so ein bisschen meine kulinarische Vision hinter dem Ganzen. Deswegen genieße ich das. Du wirst die Fragen, wie das Ganze funktioniert, und zwar ganz leicht. Ich erkläre dir das jetzt kurz, und zwar du schreibst mir einfach: Stefan, ich möchte einen Kochkurs machen. Dann sage ich dir: ja, passt. Wann, wo, dann machen wir unseren Termin aus. Wichtig, das findet privat statt, ich mache das nicht bei mir im Geschäft vorerst, weil nämlich die Gegebenheiten privat total entspannt, total locker sind und jeder, der da dabei ist, auch das Gefühl entwickelt, das nachmachen zu können. Wenn ich im Geschäft anfange mit Vakuumierer, mit Holdomat und mit Kombidämpfer zu arbeiten, dann wirst du denken, naja, das bringe ich daheim ja nicht gar nicht so zusammen. Und ich komme auch nicht in die Verlegenheit, diese Sachen zu nutzen, sondern koche dann so, wie du auch zu Hause kochst. Das ist das Zweite. Dann das Dritte ist, wir machen uns aus, was es gibt. Du sagst mir am besten, wo deine Vorlieben sind. Ich werde die Zutaten weitestgehend besorgen. Speisen besorge ich, Getränke besorgst bitte du. Das Ganze basiert auf einer Pauschale für 2024 auf 1.800 € brutto, bitte. Also ich sage brutto dazu, weil ich muss das immer netto verrechnen. Brutto, gell? Also 1.800 €. Und ob das dann zwei Personen, eine Person oder 20 Personen sind, ist mir dann völlig wurscht, weil die Pauschale das sozusagen zusammen abdeckt. Der Zeitaufwand ist für mich sehr groß, deswegen verrechne ich das auch soweit. Ich habe die Nacharbeit, da komme ich dann noch drauf zurück, was das ist, ebenfalls noch zu tätigen, und damit das Ganze auch ein bleibendes Erlebnis wird, wirst du ein kleines Geschenk von mir bekommen im Nachhinein, und da komme ich aber später nochmal drauf zurück. Gell? Dann treffen uns wir an dem Termin, das ist jetzt der heutige Tag zum Beispiel, wie es bei dieser Familie ist, für die ich heute koche. Wir treffen uns, wir fahren ein paar Kleinigkeiten einkaufen und kochen dann gemeinsam. Gegessen wird dann wahrscheinlich abends oder heute am späten Nachmittag. Die Familie oder die Gastgeber sitzen sich nieder. Wenn sie können, wollen, können sie mir helfen beim Anrichten. Ansonsten werde ich die Gerichte fertigstellen und euch servieren. Ihr könnt euch dann total entspannt ja, das Ganze zu Gemüte führen und unseren Tag hoffentlich gemeinsam, den wir gehabt haben, feiern. Gell? So weit, so gut. So läuft es ab und ja, terminlich bin ich da flexibel. Ich meine, das schreibst du bei mir, machen so aus und dann kommt hoffentlich was zustande.
mich ja mitunter selbstständig gemacht, damit ich ein bisschen die Flexibilität, die mir der Beruf bietet, auch nutzen kann. Sei es ein kulinarischer Austausch jetzt mit anderen Köchen, sei es Kochen auswärts bei Gastköchen, sei es in Kochkurse, Workshops, vielleicht sogar mehr Vorträge über das Konzept bzw. einfach über meine Geschichte, die ich auch auf YouTube, auf dem Kanal, den du gerade anschaust, erlebe. Alles zusammen macht für mich so eine Vielfalt aus, die den Beruf so interessant macht. Brenn fürs Kochen, das brauche ich jetzt nicht erzählen. Und ja, es gibt viele Möglichkeiten, die sich immer wieder auftun. Und diese Möglichkeiten auch zu leben, zu nutzen, ja, ich liebe es. Ich kenne wenige Berufsfelder, wo man so variantenreich seine Arbeit verrichten kann. Anderes Thema. Über das machen wir mal eine Sendung, wenn dich das interessiert, was als Koch alles möglich ist, beziehungsweise ich kann dir auch mal ein bisschen erzählen, was ich alles schon gemacht habe. Wenn dich das interessiert, schreib es ins Kommentar, weil das ist sauspannend, glaub mir's. Ich werde jetzt eine schnelle Einkaufsliste machen. Damit jeder weiß, was er zum Vorbereiten hat. Ich stelle mir da einfach immer die Frage, das habe ich im Team früher als Küchenchef auch schon gemacht, wenn ich jemandem was gibt, was er kochen sollte, dann muss ich dir vorstellen können, was er dafür braucht, was das ist und ungefähr wie das geht. Da kann man jetzt hergehen und sie zu jedem hinstellen und das von der Pike auf erklären, 30 Mal, weil dann fragen zwei andere auch noch nach, die das auch wissen wollen, dann fängst du wieder von vorne und du hast am Abend da so einen Knopf im Hals, weißt gar nicht mehr, was du drehen kannst. Es gibt Tage, oder es hat Tage gegeben, ganz am Anfang, da habe ich meinen eigenen Namen nicht mehr hören können, weil er so oft gefallen ist den ganzen Tag. Und um dem Ganzen entgegenzuwirken, mache ich eine Übersicht, das bedeutet, ich drucke jetzt gerade, was es gibt. Dann werde ich die einzelnen Gerichte auf eine eigene Seite geben, da gebe ich eine Einkaufsliste dazu, das sind ein paar Zutaten, die wir brauchen, das können Sie die Teilnehmer dann ausstreichen und auf die gleiche Seite dann auch ein Rezept, das ich habe. Ich teile die Menschen in Teams ein, dann teile ich diese Zettel aus, je nachdem, was wer kochen möchte und dann sieht er, was es ist, was er dafür braucht, das heißt, wenn wir dann später im Geschäft stehen, dann wissen die, was sie einkaufen müssen und später dann beim Kochen auch, was sie brauchen oder wie sie das machen und dann gehe ich durch und sage, okay, nein, nimm die Zucchini, weil die ist schöner wie die andere, baut die Schüssel auf, weil die ist größer wie die andere, nimm das Messer, nimm das Brettel, nimm das Teller und da muss ich aber nicht erklären, sondern es steht schon zu 80% in dem Rezept. Gell? Genau, da ich den Kurs heute in Englisch mache, ja, bin ich recht froh, dass ich meine Rezepte, die ich ja habe, ich habe über 1500 niedergeschriebene eigene Rezepte, dass ich die halt ins Englische übersetzen kann. Kopierst 1000 ChatGPT, sag, übersetzt in Englisch, bam, Englisch, zack, außer Rezeptdaten, dann bumm, fertig. Saugeil. Ich bin ein großer Freund der KI, wirklich. Also. Übrigens nehme ich diesen Vlog heute mit der DJI auf, also mit der kleinen Actioncam. Schreib mir ins Kommentar, ob die Qualität gut ist. Ja, ob sie, du kennst meine normale Kamera, die Sony-Kamera, die macht da Kinoformate, ja, bringt die zusammen. Also das ist ein Wahnsinn, was die für Büdel hat. Bei der DJI bin ich in Zukunft drauf und dran, eben diese Vlogs damit zu drehen. Und wenn die Qualität stört, ja, schreib es ein. Wenn es dir gar nicht auffällt, brauchst du nichts sagen. Würde mich interessieren. Vorbereitung ist das Wichtigste. In der Location selber werde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht reden können, weil die Teilnehmer natürlich jetzt nicht wollen, dass sie auf YouTube landen, das ist mir völlig klar. Ich werde da ein paar Aufnahmen trotzdem liefern. Weil ich, und das ist der Punkt, den ich vorher noch oft gelassen habe, wenn du einen Kochkurs bei mir buchst, dann bekommst du ein Rezeptdatenblätter. Die Rezepte habe ich
eingepackt, mitgenommen und verteile sie jetzt. Und nach einer kurzen Besprechung werden wir das zubereiten. Und mein Extra ist sozusagen, dass wenn wir während des Einkaufs draufkommen, dass wir uns für eine andere Zubereitung entscheiden oder irgendwas abändern, dass ich das mitdokumentiere und die fertigen Gerichte, die da nicht stehen, fotografiere und das fertige Rezeptblatt mit den Fotos dazu dann mit überliefere. Das ist das Erste, das heißt, du hast danach ein individuelles Rezept für den heutigen, für den Kochkurstag, für den geplanten, und zusätzlich mache ich ein kleines Aftermovie, ja, weil ich jetzt im Videoschnitt und so weiter schon ganz gut drauf bin. Das heißt, ich werde den Tag ein bisschen begleiten und dieses Video, was ich da mache, das dauert Minuten maximal, so eine Art Reel oder Short oder wie man es nennen möchte. Und das kommt dann dem Veranstalter zugute. Das werde ich jetzt nicht da zeigen. Gell? Deswegen nehme ich die Kamera zwar mit, werde ein bisschen mitfilmen, spüle jetzt dann über den Tag verteilt ein paar Szenen ein, allerdings ohne Gesichter. Nur, dass du Bescheid weißt jetzt, warum ich dort jetzt nicht quatsch und rede und wie aufgezogen, sondern, gell? Und wir sehen uns dann nach dem Kurs wieder beim Heimfahren, gebe ich dir ein Resümee mit und ja, zeige ich dir ein wenig, was wir gemacht haben. So, das Schnitzel, dann haben wir da das Fett, dann haben wir da den Tafelspitzschaft geschnitten, dann haben wir da die Suppe herinnen, dann haben wir da Käsenoppen gekocht, dann haben wir da Panierstation, dann haben wir da die Fische vorbereitet, dann haben wir da einen Kaiserschmarrn vorbereitet und da haben wir schon die Beilagen bzw. das Gedeck, gezupften Petersilie, Gurken für die Forelle, Beeren fürs Dessert, Sauerrahmsauce. Sache ist gegessen sozusagen, die Leute essen draußen, war eine ganz schöne Challenge. Ich schicke jetzt noch das Dessert, einen Kaiserschmarrn habe ich im Ofen und die Palatschinken habe ich noch da. Da gibt es dazu selber gemachte Marillenmarmelade, Eis haben sich die Kinder noch gewünscht und zum Kaiserschmarrn habe ich einen Bärensalat, Apfelmus und ja, das war's. Ja, das war's. Die letzten Teile habe ich jetzt ins Auto gerammt. Es ist unglaublich, wie viel das jetzt da in der kurzen Zeit gegangen ist. Mit den Kids, die mir da geholfen haben. Wir haben jetzt echt eine 3,5 Stunden für 18 Personen, inklusive 2 Vollvegetarier, eine glutenfreie Person, ein 4-Gänge-Menü gezaubert. Und wir haben jetzt extrem Spaß gemacht. Schau mal, wie schön das da ist. Ich spüle da Büdel rein von diesem Wahnsinn. Unglaublich, gell? Ja, ich hoffe, du hast heute ein bisschen gesehen, was du, wenn du vielleicht einen Koch-Workshop mit mir heute halt machst, dich da erwartet. Zögere nicht, schreib mir, ich habe das eh schon ein paar Mal gesagt, ich komme gern zu dir. Wir können gerne Daten austauschen und ja, siehst du, es macht mir extrem Spaß, dir das herzuzeigen und natürlich auch zu kochen. So schöne Special Places sind wie da, umso mehr. So, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns. Gell? Bye bye.